Meldet sich nicht. Derek. Ja. Ja, das ist da. Harry, eine Dame für dich. Ja, gut, ich komme. Sag mal, ist das alles für ein Reiswolf? Nicht alles, aber das meiste, Gott sei Dank. Danke. Hallo? Ah, Hanna, ja? Wie geht's? Gut, dass ich dich erreiche. Ich muss dich sehen, das ist wichtig. Hast du Zeit? Zeit? Ja. Was heißt wichtig? Ich muss dich sehen und so schnell wie möglich. Ich bitte dich, Harry. Ich habe Angst um mein Leben. Okay, wo können wir uns treffen? Erinnerst du dich an unser kleines Café in Schwabing? Ja. Danke. Alles klar. Ist was? Das ist eine Stewardess, die ich vor 3 Monaten kennengelernt habe. Und die ruft mich an und sagt mir, dass sie Angst um ihr Leben hat. Ah. Mhm. Ich komme gerade aus Athen. Crewwechsel. Wir hatten 3 Tage Aufenthalt. Ich lernte in Piräus einen Mann kennen. Gut aussehend, intelligent, ein Meeresbiologe. Er konnte unglaublich gut erzählen. Lag in Piräus mit einem Forschungsschiff. Er hat mir imponiert. Was mir selten passiert bei Männern. Und jetzt kommt es. Der Mann wollte, dass ich etwas nach Deutschland mitnehme. Ein kleines Gepäckstück. Nicht viel, nicht schwer. Forschungsunterlagen, die er nicht der Post anvertrauen wollte. Was einzusehen war. Ich wiederhole, der Mann machte einen hervorragenden Eindruck auf mich. Deshalb sagte ich zu. Er übergab mir einen kleinen Koffer. So groß ungefähr. 2-3 Kilo schwer. Ich habe etwas getan, was strikt verboten ist. Und ich bekam auch Bedenken. Also ich dachte, mach's nicht. Gib's ihm zurück. Beruf dich auf Bestimmung. Sag, es tut dir leid, aber du kannst es nicht tun. Ich fuhr also nach Piräus. Aber ich traf den Mann nicht mehr. Und das Forschungsschiff kannte auch niemand. Hallo. Hat mich nun doch interessiert, was ich nach Deutschland mitnehmen sollte. Hanna, hast du den Koffer aufgemacht? Ja, ich habe ihn aufgebrochen. Ich fand 3 Kilo Heroin. Wie sah das aus? Plastikbeutel? Ja, Plastikbeutel. Was sollte ich denn machen? 2 Stunden vor Abflug. Sollte ich zur Polizei gehen? Wenn sie mir die Geschichte glauben? Weißt du, dass mal jemand, der auch ohne es zu wissen als Rauschgifttransporteur unterwegs war, 15 Jahre Gefängnis bekommen hat in Griechenland? Was hast du dann gemacht? Ich gebe zu, ich war ein bisschen in Panik. Ich hab's weggeschüttet, in den Ausguss runtergespült. War's ein Fehler. Was solltest du mit dem Koffer hier in Deutschland machen? Es würde abgeholt werden. Von wem? Ein Bekannter würde es abholen. Dr. Stein. Der Mann weiß natürlich, was er abholen soll. Harry, ich bin in eine Rauschgiftsache hineingeraten. Verstehst du, dass ich Angst habe? Was soll ich dem Mann denn sagen? Kann ich ihm sagen, ich weiß, was in dem Koffer war? Ich hab's weggeschüttet. Reines Heroin. 3 Kilo. Was ist sowas wert? 1 Million? 2 Millionen? Mindestens eine. Meine einzige Hoffnung war, ich hoffe dich an, so schnell ich kann. Tja, von Namen aus.
Sie hätten sich an die Polizei wenden sollen, und zwar sofort, ohne jede Verzögerung. Aber die Frage ist, ob Sie ihr geglaubt hätten. Warum nicht? Ich meine, die Angst, die sie hatte, ist doch zu verstehen, oder? Natürlich, ja. Sagen Sie, hat sich schon jemand bei Ihnen gemeldet? Das Telefon hat ein paar Mal geläutet, aber ich habe nicht abgenommen. Das ist gut, das ist sehr gut, gut. Wart mal, Harry. Wir haben doch da den Mordfall, den Mord an Schliemann. Wir kommen da nicht recht weiter. Ah ja, die Sache mit, was war das, BTM? Ja, eben, da war ja Rauschgift im Spiel. Gut, wir gehen jetzt zu unseren Kollegen vom Rauschgift-Dezernat. Warten Sie hier einen Moment, ja? Willi! Ja? Mach der Dame einen guten Kaffee. Ja, ja, Derek, eine sehr gute Möglichkeit, jetzt die Hintermänner kennenzulernen. Aber wer sagt denn, dass es eure sind? Die, die ihr sucht, die Mörder von Schliemann. Naja, das war's natürlich keiner, aber vielleicht kommen wir über die Männer an den Täter, den wir suchen. Wir könnten doch vielleicht mal in diesem Fall zusammenarbeiten, ne? Dann müssen wir aber sehr clever sein. Was heißt sehr clever? Die Stewardess. Wie war noch dein Name? Reimers Hanna. Sehr gut, sehr gut. Wenn sich jetzt jemand bei ihr meldet, was machen wir, Derek? Naja, zuerst einmal, du das Ding weg. Du bringst dich um, ich schwör's dir. Gut, lass es. Zuerst einmal, sie darf auf gar keinen Fall sagen, dass sie weiß, was in dem Koffer war. Und das meine ich auch. Ja. Und es gibt ja eigentlich nur einen Weg, den Abholer zu identifizieren, ihn festzunehmen, nicht wahr? Aber diese Festnahme, die muss eben so erfolgen, dass es so aussieht, als habe das Mädchen nichts, aber wirklich gar nichts damit zu tun. Das klingt ganz gut. Und wie macht man sowas? Wir müssen nachdenken. Harry, das Ganze muss eben gut geplant werden. Gut geplant werden? Ja, wie denn? Stefan, Sie könnte in Lebensgefahr sein. Harry, ich weiß, dass sie in Lebensgefahr ist. Das macht das Ganze ja so schwierig. Du magst das Mädchen, ne? Ich habe Angst um sie. Ja. Du kannst ihr nicht sagen, dass der Koffer beschlagnahmt wurde. Harry. Ja, ich weiß. Aber wenn sie sagt, dass sie das Zeugs weggeworfen hat, dann bringen sie um. Ja, sicher. Willi? Ja? Was für einen Eindruck hast du? Sie hat Angst. Darf ich einen Vorschlag machen? Ich warte auf den Anruf. Dr. Stein wird sich anmelden und den Treffpunkt vereinbaren. Er wird mich doch nicht gleich aufsuchen, das halte ich für unwahrscheinlich. Wir vereinbaren also den Treffpunkt und Sie kommen dazu und verhaften ihn. Und mich nehmen Sie auch fest. Dann muss er den Eindruck haben, dass ich verraten wurde. Vielleicht von dem Mann in Athen oder von seinen Hintermännern. Das ist genau der Vorschlag, den die Kollegen vom Rauschgift-Dezernat gemacht haben. Ja, ist erstaunlich. Aber mir ist das zu kompliziert. Je einfacher die Maßnahmen, desto wirksamer sind sie auch. Wie sah der Koffer aus, den man Ihnen übergeben hat? Genauso. Ist das der Originalkoffer? Ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir werden ihn präparieren. Wir füllen Plastikbeutelchen mit Milchpulver von mir aus. Und dann wird der Mann Sie anrufen. Sie verabreden einen Treffpunkt, gehen hin und überreichen ihm den Koffer. Ja. Die Leute vom Rauschgift-Dezernat, die werden auf seiner Spur bleiben. Sie werden ihn festnehmen, nicht zu früh und nicht zu spät. Denn er darf nicht wissen, dass kein Heroin in dem Koffer ist. Und er muss den festen Eindruck haben, dass man ihm gefolgt ist. Er darf Sie mit der Festnahme, aber auch nicht im Geringsten in Verbindung bringen. Hanna, hast du das verstanden? Ja. Dann bist du raus aus der Sache. Möglicherweise, ja. Ich meine, Risiko ist natürlich immer noch dabei, aber wie anders kommt sie da raus? Nehmen Sie ab. Sei ganz ruhig. Man darf deine Stimme nichts anmerken. Ja, bitte? Ja, guten Tag. Dr. Stein hier. Spreche ich mit Fräulein Hanna Reimers? Ja, Hanna Reimers hier. Ach, Dr. Stein. Sie sind der Mann, für den ich etwas mitgebracht habe aus Athen. Ja, der bin ich.
Ich habe mich mit Ihrem Kollegen wunderbar unterhalten. Ja, hat er mir erzählt. Sie haben einen sehr guten Eindruck auf ihn gemacht. Und deswegen hat er Ihnen auch seine Unterlagen anvertraut. Kann ich bei Ihnen vorbeikommen? Wann würden Sie vorbeikommen? Sofort. Ich kann in 3 Minuten bei Ihnen sein. Ich bin in einer Telefonzelle. Fast vor Ihrem Haus. Es läutet gerade an der Tür. Kleinen Moment bitte, einen Augenblick. Sagen Sie, Sie haben unerwartet Besuch bekommen, aber soll ruhig herkommen. Ob er nicht Lust hat, eine Tasse Kaffee mit Ihnen zu trinken. Machen Sie sich keine Sorgen, er wird Ihr Angebot nicht annehmen. Gerade weil Sie Besuch haben, kommt Sie. Entschuldigen Sie, aber ich habe gerade Besuch erhalten. Kommen Sie ruhig her. Hallo? Sind Sie noch da? Ja, ich... Aber ich will da nicht stören. Aber Sie stören doch nicht. Und trinken Sie einen Kaffee mit uns. Nein, nein, das möchte ich lieber nicht. Ich rufe Sie wieder an. Heute Abend vielleicht, sind Sie da zu Hause? Ja, ich bin zu Hause. Ja, gut, bis später dann. Na, sehen Sie, nun haben wir ja doch noch genügend Zeit. Haben Sie noch Besuch? Nein, nein. Kommen Sie nur her. Wann können Sie hier sein? In 5 Minuten. Ich warte auf Sie. Gut. Super. So. Hanna, denk dran. Du weißt nicht, was sich in dem Koffer befindet, okay? Ja. Los, Decke weg. Ja. Stefan? Unser Freund hat sich gemeldet. Er ist in 5 Minuten hier. In Ordnung, Harry. Wie geht's dem Mädchen? Die ist gut. Die macht das sehr gut. Ich komme sofort. Hein? Okay, verstanden. Ende. Weißt du, wie du bist? Super. Hab verstanden. In 5 Minuten. An alle. In 5 Minuten. In 5 Minuten. Hab verstanden. Ja, aufgeregt? Ein bisschen. Es kann gar nichts passieren. Wer will im Nebenzimmer sein? Noch was unklar? Nein, nein. Gut. Und halt die Augen auf. Derek, er kommt. Ein Motorradfahrer. Es ist gut. Er kommt. Von Heimers, bitte denken Sie daran. Es gibt gar keinen Grund zur Aufregung. Hm? Gar keinen. Hanna, sei ganz normal, okay? Wir sind da. Stein? Ja, genau der bin ich. Der Meeresbiologe. Ja. Zunächst einmal guten Abend und entschuldigen Sie die späte Störung. Das macht mir nichts, bitte. Danke. Schön haben Sie es hier. Sie haben einen wahnsinnig interessanten Beruf. Ihr Kollege, der hat mir so viel erzählt. Ich habe ihn richtig beneidet. Sie haben doch auch einen interessanten Beruf. Ich weiß. Stewardess?
Der hat auch seine Schattenseiten. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Wollen Sie was trinken? Nein, danke. Ich wollte nichts trinken. Ich möchte wirklich nur den Koffer holen. Es ist doch ein Koffer. Ja, ja, ein kleiner Koffer. Sie hatten keine Schwierigkeiten? Schwierigkeiten? Wie meinen Sie das? Ich frage nur, weil... Das hätte mir für Sie leid getan. Aber sie hat es sich ja gar keine Mühe gekostet. Keine große. Aber jetzt hole ich Ihnen Ihren Koffer. Übrigens, man hat mir keinen Schlüssel mitgegeben. War das ein Fehler? Nein, nein. Das ist schon in Ordnung. Tja, bleibt mir nur übrig, mich bei Ihnen zu bedanken. Die Strecke Athen-München. Fliegen Sie die öfter? Im Augenblick zweimal die Woche. Ja. Wissen Sie, wir sind so darauf angewiesen, dass die Unterlagen nicht verloren gehen. Könnte man sich da bei Gelegenheit nochmal an Sie wenden? Ich weiß nicht. Sie wissen, dass es uns strikt verboten ist, etwas zu befördern. Umso dankbarer bin ich Ihnen. Kann ich mich irgendwie erkenntlich zeigen? Nein, nein, das habe ich für Ihren Kollegen getan, der mir wirklich imponiert hat. Also, vielen herzlichen Dank dann. Der Ausgang ist da. Ja, ich sehe schon, hier bin ich falsch. Also. Alles gut gegangen. Er kommt jetzt runter. In Ordnung, Derek. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht. Ich war überhaupt nicht aufgeregt. Am Anfang war ich's, aber als es darauf ankam, überhaupt nicht. Hm. Ich war eher neugierig. Ja, wir haben dir ja zugehört, das ist wirklich sehr gut gemacht, nicht wahr? Wie läuft das jetzt weiter? Der wird verfolgt, nicht wahr? Ja, also bis man weiß, wohin er fährt, zu wem er fährt und wo er den Koffer abliefern soll. Aber bevor er den Koffer aufmacht? Wird er beschlagnahmt und die Leute festgenommen. Wegen des Besitzes von Rauschgift. So ist es. Ja, ja. Ich bin jetzt wirklich erleichtert. Ich glaube, ich hätte nicht schlafen können. Darf ich jetzt dir auch Ihnen etwas zu trinken anbieten? Oh nein, nein, danke. Ich fahre jetzt ins Büro. Harry, ich glaube, du solltest hier bleiben, bis wir wissen, wie alles läuft, ob alles so ausgegangen ist, wie wir es uns gedacht haben, ja? Mhm. Ja, und Ihnen danke ich. Danke Ihnen. Sie haben uns sehr geholfen. Danke. Sie waren großartig. Sie sind hinter uns. Gib Gas. Ja! Gib die Rennfahndung durch. An alle eingesetzten Kräfte, Polierplatz absperren. Geben Sie mir bitte einen kleinen. Ja. Ja, Stefan? Harry, hör zu. Es tut mir sehr leid. Die haben das Motorrad verloren. Sag mal, das darf doch nicht wahr sein. Ja, das bedeutet natürlich, dass Sie jetzt wissen, dass kein Rauschgift im Koffer ist.
Und das ist eine völlig neue Situation für Hanna Reimers. Und keine sehr gute. Bitte bleib du in der Wohnung. Ich komme sofort, ja? Ich glaube, da haben wir den Wodka zu früh aufgemacht. Ich habe Angst. Wie kann man nur dieses Motorrad verlieren? Die werden das nicht hinnehmen. Die müssen jetzt was unternehmen. Ich habe Angst. Verstehst du? Ich habe Angst! Was passiert? Nein, nein. Hör zu, ja. Sie haben natürlich jetzt festgestellt, dass Sie betrogen worden sind. Sie wissen nur noch nicht von wem. Von Ihrem Mann in Athen oder von ihr? Ja, wieso denn von ihr? Ja, ihr könnt sie doch gar nichts wollen. Ja, hat sie den Koffer vielleicht nicht durch den Zoll bekommen? Ja. Oder ist sie vielleicht aufgefallen? Oder hat der Zoll festgestellt, was in dem Koffer ist? Man kann auch ganz anders fragen, Harry. Ist sie gezwungen, mal mit der Polizei zusammenzuarbeiten? Und wenn sie es tut, so kann sie den Abholer identifizieren. Sie ist die Einzige, die ihn gesehen hat, die sein Gesicht gesehen hat. Sie, sonst niemand. Der trug einen Motorradhelm, als er ins Haus ging. Und der trug auch, als er das Haus verließ. Stefan, ich weiß, dass sie in Gefahr ist. Müssen Sie denn Ihren Dienst wieder antreten? Ich habe jetzt 10 Tage frei. Mhm. Wo könnten Sie wohnen in diesen Tagen? Bei meinen Eltern. Oder bei meiner Schwester. Was haben wir um die Zeit? Das kann doch nur er sein. Sie dann, wenn es der Motorradfahrer ist. Sie wissen nicht, wovon er redet. Sie haben irgendjemandem einen Gefallen getan, dem Mann in Athen. Sonst wissen Sie nichts, gar nichts. Klar? Heben Sie ab. Ich will nicht. Sie sollen abheben. Heb ab. Hallo? Ja, hier ist nochmal Dr. Stein. Ich hoffe, ich störe Sie nicht. Na, Sie sind gut. Ich habe schon geschlafen. Was wollen Sie denn? Schon geschlafen? Dann bitte ich um Entschuldigung. Ich habe nur eine Frage. Könnten wir uns noch mal sehen? Noch mal sehen? Ja, gern. Aber hoffentlich nicht jetzt gleich. Nein, nein, sagen Sie nur wann. Morgen? Gleich morgen früh. Gleich morgen früh? Nein, morgen Vormittag habe ich zu tun. Aber nachmittags gern. Wann und wo? Darf ich wieder zu Ihnen kommen? Ja. Um 3 Uhr? Ja. In Ordnung, danke. Es tut mir leid, wenn ich Sie geweckt habe. Für jemanden, den man gerade aus dem Schlaf geholt hat, haben Sie eine bemerkenswert frische Stimme. Schlafen Sie schnell weiter. Gute Nacht. Seine letzte Bemerkung. Für jemanden, den man aus dem Schlaf geholt hat, haben Sie eine bemerkenswert frische Stimme. Der weiß Bescheid. Wieso? Habe ich meine Sache nicht gut gemacht? Sie haben sie sehr gut gemacht, sehr gut. Packen Sie jetzt Ihren Koffer. Sie können hier nicht bleiben. Das ist meine Schwester Lydia. Hallo Lydia. Hallo Hanna. Ist irgendwas passiert? Die Herren sind von der Kriminalpolizei. Bist du verhaftet? Nein, aber in Schwierigkeiten. Hör mal, kann ich heute Nacht bei dir bleiben oder für ein paar Tage? Ach du lieber, da muss ich einen Typen erst nach Hause schicken. Hör mal zu. Du, ich hab Besuch bekommen. Nimmst du dir ein Taxi? Hm? So ein guter Junge. Hm? Taxi stehen gleich da vorne. Hast du Geld? Ja. Vielleicht wird es jetzt schwierig für mich.
Kann ich mich auf dich verlassen? Das kannst du. Das weißt du doch. Du darfst mir nichts verschweigen. Ich will immer wissen, wie die Sache steht. Egal, wie schlimm es auch kommt. Versprichst du mir das? Ist sie in Gefahr? Ja. Ich glaube ja. Jedenfalls so lange, bis wir den Abholer gefunden und festgenommen haben. Wie viel ist denen denn durch die Lappen gegangen? Eins bis anderthalb Millionen, schätzungsweise. Das ist ein Grund, die Nerven zu verlieren. Ja. Ich würde sie auch verlieren, wenn ich wüsste, dass anderthalb Millionen in einem Athener Wasserkanal schwimmen. Mhm. Sie kann hier bleiben, solange es nötig ist. Das ist gut. Sehr gut. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin beim Rundfunk. Aha. Beim Privatsender. Ah. Ach, ich mache so alles Mögliche. Ich habe die Nachmittagssendung. Haben Sie mich mal gehört? Von wann? Nachmittags? Zwischen 3 und 4. Und es tut mir sehr leid, aber da ist in meinem Büro viel los, da habe ich rasch Hour. Haben Sie Ihren Beruf gerne? Hm? Tja. Ja, ja. Das Motorrad? Das hat eine falsche Nummer. Gibt's zweimal. Sag mal, was ist eigentlich mit der Gegend, wo ihr das Motorrad wo das Motorrad verschwunden ist? Ist abgesucht worden. Wir haben noch in der Nacht damit angefangen. Die Suche wird fortgesetzt. Die Beschreibung des Motorrads ist an alle zuständigen Stellen gegangen. Bitte mach Licht, ja? Eine Chance haben wir ja. Der Mann hat sich bei der Stewardess angesagt. Ja, ja, um 3 Uhr. Er wird nicht kommen. Aber es ist nicht auszuschließen. Na, natürlich nicht. Aber auch für diesen Fall haben wir alle Vorbereitungen getroffen. Jedenfalls kann uns das Mädchen bei der Anfertigung des Phantombilds behilflich sein. Denn sie ist ja die Einzige, die den Mann gesehen hat. Wer ist da? Ich bin's. Wer ist dich? Das ist Harry, mach auf. Hallo. Hallo. Oh. Na, wie geht's? Grüß dich. Grüß dich. Sag mal, hast du geweint? Ich hab heute Nacht nicht gut geschlafen. Naja, ist auch zu verstehen. Sie kommen gerade richtig zum Frühstück. Was, zum Frühstück? Es ist 11 Uhr. Mögen Sie Leute nicht, die gerne lang schlafen? Ja, danke. Ich habe schon gefrühstückt. Gibt's was Neues? Nein, also der Mann, der sich Dr. Stein nennt, ist nach wie vor nicht auffindbar. Wollen Sie nicht einen Kaffee mittrinken? Ja, gern. Sieht ja toll aus hier. Komm, setz dich. Danke. Sag mal, hier hat sich nichts getan, oder? Was meint er, was ich getan haben könnte? Ja, es könnte sein, dass die ihre Schwester so nicht meint. Hannah ist auch hier in Gefahr, danke. Wissen Sie, für mich ist das ein merkwürdiger Gedanke. Aber die Erfahrungen mit diesen Leuten haben Sie. Meine Erfahrungen liegen woanders. Lydia. Und wie steht's mit einem Kaffee? Harry, wir müssen um 3 Uhr in meiner Wohnung sein. Glaubst du, der Mann kommt? Ja, das könnte sein. So was auf, was? Ah ja. Meine Notwendig war. So. Ja, bitte? Ja, Dr. Stein hier. Fräulein Reimers? Ja, ich bin's. Es ist 3 Uhr. Ich warte mit dem Kaffee auf Sie. Wo sind Sie? Ich hasse es, Verabredungen nicht einzuhalten, aber da ist etwas dazwischen gekommen. Sie kommen also nicht? Es tut mir wahnsinnig leid. Aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Ich melde mich schon irgendwann. Irgendwo. Dass wir miteinander reden, muss ja nicht beim Kaffee sein. Genau. Der weiß Bescheid.
Sein letzter Satz? War eine Drohung. Haben wir eine Chance? Ich sehe keine. Er weiß, dass die Polizei auf ihn gewartet hat. Er weiß, dass das Mädchen ihn kennt. Und er ist nicht allein. Er wird jemanden schicken. Einen, den das Mädchen nicht kennt, den niemand kennt. Nein, nein, nein. Das ist keine gute Situation. Ja, bitte? Ja, ich bin's, Harry. Na, alles in Ordnung? Ja, besten Dank. Es gibt hier keinerlei Probleme. Nur etwas langweilig ist es hier. Lydia ist im Studio. Ja, da musst du durch, ne? Es hat sich also nichts ereignet. Überhaupt nichts. Also pass mal auf, ich bin genau in 2 Stunden bei dir. Ich freue mich auf dich. Wollten Sie rein? Nein, nein, besten Dank. Scheint niemand da zu sein. Es ist der Sinn dieser Sendung, auch ungewöhnliche Musikwünsche zu erfüllen. Begegnungen mit geliebten Melodien. Ich liebe Jazz. Was mögen Sie denn an Jazz? Jazz ist nicht aufdringlich. Hallo, Hanna. Auch mal wieder im Lande? Ach du. Sag mal, wo kommst du? Sie kommt aus Athen. Tja, siehst du, sie hat's gut. Wir sind die Sklaven. Und Hanna meint, sie wäre ein fliegender Sklave. Aber Hanna, das geht's doch nicht. Das ist doch. Was willst du denn? Warum? Sondermännchen. Ja, was ist, ja? Hast du heute Abend Zeit? Jasse, mit euch auszugehen? Du bist eingeladen. Ach, das ist ja. Oh, fantastisch, das halte ich nicht. Also mir geht das Herz richtig höher. Ciao, das ist wahr. Bitte schön. Was ist denn los? Warum bist du hergekommen? Du solltest doch die Wohnung nicht verlassen. Ich wollte kurz mal runtergehen. Ein paar Schritte spazieren gehen an die frische Luft. Unten da traf ich einen jungen Mann. Er drückte die Klingel, deine. Hast du jemanden erwartet? Einen jungen Mann? Nee. Ich kenne zwar eine Menge junger Männer, die kommen auch ab und zu mal vorbei, ohne sich anzumelden. Wie sah der aus? Etwa 30 Jahre alt. Er trug eine Lederjacke. Sah ganz gut aus. Ich stehe nicht auf Lederjacken. Du musst Harry anrufen und ihm das sagen. Ich hab noch was zu erledigen. Warte auf mich. Harry? Es ist etwas passiert nach unserem Telefonat. Ich wollte spazieren gehen. Es hat geklingelt, ich habe nicht aufgemacht. Als ich dann wegging, da traf ich einen jungen Mann in einer schwarzen Lederjacke. Wo bist du jetzt? Ich bin bei Lydia im Studio. Wir wollten jetzt nach Hause fahren. Ja, Moment mal. Hören Sie, hier ist Derek. Ich habe Sie gebeten, das Haus nicht zu verlassen. Naja, von mir aus. Also, hat das Haus Ihrer Schwester eine Tiefgarage? Ja. Gut. In einer Stunde, in genau einer Stunde, nicht früher und nicht später, da fahren Sie mit dem Wagen in die Tiefgarage. Und jetzt geben Sie uns eine Beschreibung des jungen Mannes. Er ist etwa 1,80 groß, er hat schwarzes Haar, ungefähr 30 Jahre alt. Hab verstanden, Derek. An alle Wagen, an alle Wagen. Hoffentlich verlieren Sie nicht wieder, ne? Mhm.
Nein, nein. Prost! Die Garage war eine Falle. Ich hab die abgehängt. Okay, ich komme. Wir haben es geschafft. Sehr gut. Lass das! Oh! Prost. Prost. Ich sehe, haben wir das Vergnügen mit Dr. Stein. Herrn Dr. Stein, so viel Zeit muss sein. Oh, verzeihung. Sie wollen uns sicher verhaften. Exaktement. Haben wir für die Herrschaften vorher noch einen Kaffee? Ja. Wir haben Sie. Ein Grund zu feiern. Oder sind Sie anderer Ansicht? Harry. Ja, es sind zwei Leute verhaftet. Dr. Stein und ein gewisser Kehler. Ja, das ist der springende Punkt. Wir wissen eben nicht, wie viele Leute noch dazu gehören. Also ich persönlich, ich würde Ihnen raten, sich noch nicht allzu sicher zu fühlen. Ja? Trinken wir etwas? Du meinst, die Gefahr ist noch nicht vorüber? Nein. Wie fühlst du dich? Ganz gut. Gehen wir noch aus? Haben wir es dann nicht versprochen? Ich habe immer gedacht, von uns beiden habe ich die besseren Nerven oder die bessere Lebenseinstellung. Kann es sein, dass ich mich geirrt habe? Mach Musik. Sich heute eine Hörerin gewünscht. Weichen Jazz. Weil die Musik so schön traurig ist. Ist sie traurig? Ein bisschen. Ist das die Stimmung, in der du jetzt bist? Nein. In was für einer Stimmung bist du? Ich bin eher ein bisschen verwundert. Ich auch. Hallo. Hallo. Ich dachte schon, ihr habt's vergessen. Haben wir nicht. Also ich komme gleich zu euch, ja? Wow.
Danke, Leo. Sag mal, die beiden Jungs bei Sundermann, kennst du die? Zwei Schauspieler, aber lass die Finger davon. Warum? Ich gebe euch nur einen guten Rat. Gäste, die ich je nicht gerne sehe. Aber du kriegst sie nicht los. Weil einer den anderen holt. Eine Weile ist der Laden dann voll und eine Weile später bist du out. Da hast du mehr Bullen hier als Gäste. Sind welche da? Im Moment sehe ich keinen. Schönen Abend. Sind das Fixer? Der Laden hier ist bekannt dafür. Und wenn er sagt, er hat die Gäste nicht gerne, dann sagt er nicht die Wahrheit. Die kommen nämlich hierher, weil sie es hier kriegen. Und Sundermann? Der ist echt drin in der Szene. Sieht man es ihm nicht an? Er spricht auch darüber. Er sagt, du machst eine Tür auf und du bist im Paradies. Die geht auf und zu. Er geht immer schwerer wieder auf und immer schneller wieder zu. Hallo, Hanna. Wie geht's dir denn? Hm? Danke, gut. Neues Parfum. Wunderbar. Sehr schön. Die beiden Typen, die haben mich mal synchron gemacht. Sag mal, möchtest du sie kennenlernen? Kein Bedarf heute. Kein Bedarf heute? Sag mal, was ist denn los mit dir? Hm? Komm, trinken wir was. Oh, ihr habt schon bestellt für mich. Habe ich dir nicht gesagt, du bist eingeladen? Ach, das muss ich überhört haben. Dankeschön. Ich gehe nur zu den beiden Typen, ja, und, ach so, ja, die werden natürlich sehr gekränkt sein, wenn ihr nichts von ihnen wissen wollt, hm? Ich komme gleich wieder. Ehrlich. Er ist für eine Weile im Paradies. Jemand hat ihm die Tür, einen Spalt, aufgemacht. Hören Sie zu, Derrick. Die Durchsuchung der Wohnung Stein hat nichts ergeben. Die Autos, die Garage, nichts. Absolut Fehlanzeige. Und was werfen wir ihm eigentlich vor? Dass er 2 oder 3 Kilo Heroin abholen wollte? Das heißt, von Heroin war ja nie die Rede. Nur von Forschungsunterlagen, die jemand freundlicherweise persönlich nach München mitzunehmen versprach. Das Heroin ist nicht da. Niemand hat es gesehen. Für das, was die Stewardess sagt, gibt es keine Zeugen. Das ist doch Unsinn. Ich meine, von welchem Institut ist denn der Mann? Und was sind das für Forschungsunterlagen, bitteschön? Ist der Mann Wissenschaftler oder vielleicht Meeresbiologe? Natürlich ist er das nicht. Natürlich lügt er. Aber wir können ihm nicht nachweisen, dass er auf Heroin gewartet hat. Was er weiß. Das Einzige, was wir den beiden vorwerfen können und beweisen, unbefugter Besitz einer Waffe. Na, die hatten sie. Und in der Hosentasche. Aber dafür wird man nicht gleich eingesperrt. Das heißt also, ihr müsst die Leute laufen lassen. Stefan. Stefan. Tja. Irgendetwas ist da total schiefgelaufen. Ja, bitte? Hast du verstanden, Hanna? Wir haben keine Beweise in der Hand. Wir müssen die Leute laufen lassen. Hast du gehört, Hanna? Ja, ich habe gehört. Und was bedeutet das jetzt? Ja, das bedeutet, dass sich an deiner Situation überhaupt nichts geändert hat. Harry? Moment mal, Derrick will dich sprechen. Hören Sie zu, Frau Reimers, es gibt eine Chance, eine Gegenüberstellung. Und Sie erklären dem Mann, wie alles gelaufen ist. Hören Sie? Ja, ich höre. Der Mann wird Ihnen zuhören müssen. Natürlich wird er leugnen, Heroin erwartet zu haben. Aber er wird zur Kenntnis nehmen müssen, was Sie ihm sagen. Und ich glaube, das ist die Hauptsache. Und darin liegt eine Chance? Ja. So, Frau Reimers, er muss Ihnen zuhören. Er wird sicher bei seiner Aussage bleiben, aber er lernt Ihre Situation kennen und das ist der Sinn der Sache. Und vielleicht akzeptiert er Sie. Darf ich dabei sein? Nein, Sie bleiben hier. Kommen Sie. Erzählen Sie Ihre Geschichte. Ich lernte in Piräus einen Mann kennen, der sich als Meeresbiologe ausgab.
Und der mich bat, etwas nach Deutschland mitzunehmen. Forschungsunterlagen, wie er sagte. Es ist uns natürlich strikt verboten, etwas nach Deutschland mitzunehmen. Zu transportieren. Nicht einmal Briefe dürfen wir mitnehmen. Ich wusste, dass ich einen Fehler machte, als ich dem Mann versprach, gut, ich tue Ihnen den Gefallen. Er übergab mir einen Koffer, der etwas größer, etwas schwerer war, als ich vermutet hatte. Ich bekam Bedenken. Ich fuhr nach Piräus, um dem Mann diesen Koffer zurückzugeben. Aber ich fand ihn nicht mehr und ich fand auch nicht das Schiff, von dem er gesprochen hatte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich habe den Koffer aufgebrochen und fand darin drei Plastikbeutel, gefüllt mit einem weißen Pulver, Rauschgift, Heroin, Kokain. Ich weiß es nicht. Beutel. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ich war im Hotelzimmer in Athen. Unten wartete der Wagen. Ich musste zum Flughafen. Ich hatte plötzlich eine irrsinnige Angst. Ich habe das Zeug weggeschüttet. Im Badezimmer des Hotels weggeschüttet, in den Ausguss geschüttet. Das ist ja eine wahnsinnige Geschichte. Ich hatte eine solche Angst, dass ich gleich nach meiner Ankunft in München die Polizei verständigt habe. Weil es würde ja jemand kommen, um den Koffer zurückzuverlangen. Was sollte ich dem Mann sagen? Würde er mir glauben? Deshalb habe ich die Polizei verständigt. Aha. Sie haben also etwas weggeschüttet. Ja, was haben Sie denn da weggeschüttet? Was war es denn nun? Vielleicht war es Waschpulver oder Gips? Heroin, Kokain. Das existiert doch nur in Ihrer Fantasie. Ruhig, Dr. Stein, ganz ruhig. So wie die Forschungsunterlagen nur in Ihrer Fantasie existieren, was? Wer sind Sie? Was für eine Art von Wissenschaftler? Dr. Stein, Sie sind ohne Beruf, aber nicht mittellos. Sie sind bekannt in der Szene, in der Rauschgiftszene. Dort haben Sie durchaus einen Namen. Ein Mann, dem man bisher nichts nachweisen konnte. Für mich. Für uns ist es ganz eindeutig, worauf Sie gewartet haben. Auf eine Sendung Heroin. Für mich ist es ganz eindeutig, dass Ihre Fantasie nun wirklich keinen Grund bietet, mich hier länger festzuhalten. Und wenn Sie mir nichts beweisen, dann gehe ich jetzt. Wie ist es gegangen? Bin ich den Mann los? Können wir gehen? Nichts dagegen. Also dann, vielen Dank. Sehe ich dich heute Abend? Ich rufe dich an. Okay. Auf Wiedersehen, Fräulein Reimers. Sundermann, verstehst du das? Ein merkwürdiges Ende einer Geschichte, nicht wahr? Ja, ja, ja. Sag mal, Stefan, Sie brauchst du keine Angst haben, oder? Angst? Ich fand sie bemerkenswert kaltblütig. Ja, das ist auch eine andere Generation. Das ist eine ganz neue Generation, ist das. Aber was? Und wie sieht die aus? Ja, die ist selbstständig. Die haben eine Meinung, eine feste Meinung, vor allem die eigene. Ja, und wir Männer, wir kommen dabei nicht mehr so gut weg, ne? Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also wir haben nicht mehr den Stellenwert, den wir früher mal hatten. Das ist ja furchtbar. Ja, schön ist das nicht. Ja, und die Schwester, was ist mit dir? Ja, die ist genauso. Also die hat Männer haufenweise. Aber sie behandelt sie schlecht. Wie? Ja, nimmt sie überhaupt nicht ernst. Ach so. Ja, und in welch einer Lage bist du nun? Entschuldige bitte. Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, so ganz ernst nimmt sie mich auch nicht. Ich meine, sie hat mich gebraucht. Und da wird man ein bisschen wichtiger als sonst. Hallo? Ja, ich bin's, Harry. Ist die Hanna da? Was macht sie denn heute Abend?
was wir heute Abend machen. Was machen wir denn? Wir bleiben zu Hause. So, könnte ich mal Hanna sprechen? Hanna, die ist im Bad. Tut mir leid, kann sie zurückrufen? Ja, ich sitze noch im Präsidium. Okay? Gut, wiederschauen. Wiedersehen. Ja, sie will zurückrufen. Na ja, die ruft zurück. Ja. Hanna will mit dir sprechen. Du bist blau, geh nach Hause. Du wolltest mich sprechen? Ja. So, ich verschwinde jetzt. Gute Nacht. Nacht, Willi. Nacht, Willi. Ja, was ist? Kommst du mit jetzt? Die melden sich nicht. Obwohl sie gesagt haben, dass sie zu Hause sind. Wie hast du selbst gesagt? Das sind selbstständige Frauen mit einer eigenen Meinung, die sie natürlich auch ändern können, wann und wie sie wollen. Das haben sie offensichtlich getan. Ja. Derek? Wir haben gerade eine Meldung reinbekommen. Auf dem Markt sind 2 bis 3 Kilo Heroin angeboten worden. Kommt Ihnen das nicht auch komisch vor? Ja. Ja, danke. 2 bis 3 Kilo Heroin. Moment. Harry, Moment mal. Was hat Hanna Reimers gesagt? Ich bekam plötzlich irrsinnige Angst. Ich habe das Ganze weggeschüttet. Ins Bad des Hotels habe ich es geschüttet. In den Ausguss geschüttet. Nichts hat sie weggeschüttet. Sie hat es mitgebracht, um es zu verkaufen. Hier auf eigener Rechnung. Das glaube ich nicht. Ich glaube es einfach nicht. Warum? Warum glaubst du es nicht? Weil es Wahnsinn wäre. Weil du nicht einsehen willst, dass sie uns reingelegt hat. Sie hat uns aufs Kreuz gelegt, eine gescheite Frau, nicht wahr? Schön, kühl, kaltblütig und ohne jede moralische Bedenken. Was aber wohl heute ja auch nichts Besonderes ist. Na komm. Hast du ihnen die Ware gezeigt? Einwandfrei. Was ist mit dem Geld? Bar und sofort. Wie viel Prozent bekomme ich? 3. Wer sind diese Leute? Keine Namen. Die Leute sind in Ordnung. Sie sind begeistert. Wann könnt ihr liefern? Noch heute Nacht. Niemand da. Sanna sagte doch, es ist Heroin aufgetaucht. Ziemlich sicher, dass auch Stein davon erfahren hat. Das muss hier sein. Olli! Jawohl. Das ist es. Nein. Ja. Der Koffer ist weg. Sie wären sicher eine gute Schauspielerin geworden. Wir sind weg. Na, vielleicht ist Hanna schon wieder in ihrer Wohnung. Aber es brennt doch Licht. Da ist ein Konchilar sein. Ja? Lass uns die Zeit.
Polizei, bleibt sie stehen. Umdrehen. Harry, ich denke, wir sollten die Spurensicherung verständigen. Judge Richard Fugoni ruled yesterday in small claims court against Tom Horsley, who sought the money from Allison Cheeselet 31 because she had backed out of a date to accompany him to the theater. Miss Cheeselet and was incensed that she had not called him before he left home to tell him the date was off. George, explaining his decision, said the promise to engage in a social relationship for one evening in exchange for affection and or one evening at the theater is unenforceable under the law of contracts or torts. Tort is a civil wrong not involving a contract.